Ehre, wem Ehre gebührt. Unter diesem Motto stand auch die 21. Sportgala des Landkreises Gotha. Am 13. April 2013 wurden in der Ohrdruffer Goldberghalle die besten Athletinnen und Athleten des Vorjahres sowie zahlreiche ehrenamtliche Sportler ausgezeichnet. Rund 500 Gäste applaudierten den Geehrten, die mit ihren herausragenden Leistungen den Landkreis Gotha bundesweit und international würdig vertreten haben. Man könnte ja meinen, dass eigentlich schon alle ausgezeichnet wurden. Wenn man weiß, wie groß unsere Palette der Sportlerinnen und Sportler des Landkreises sind. Aber wir werden heute Abend sehen, es gibt Sportlerinnen und Sportler, die wir schon mal als Nachwuchssportler ausgezeichnet haben und die heute Karriere gemacht haben und die wir heute als Sportlerinnen bzw. Sportler oder Mannschaft des Jahres ehren. Das spricht dafür, dass unsere Nachwuchsarbeit in den Vereinen bestens läuft. Und das ist ja eigentlich das, wofür wir kämpfen bzw. was wir auch als Botschaft an dem heutigen Abend rüberbringen wollen. Für die Jury war es erneut nicht einfach, die Besten zu ermitteln. Als Sportlerinnen des Jahres 2012 wurden Skeleton-Doppelweltmeisterin Marion Thees auf Platz 3, Rennrodel-Doppelweltmeisterin Tatjana Hüfner auf Rang 2 sowie Nathalie Burkhardt als Vize-Juniorenweltmeisterin im Rennrodeln-Einsitzer auf Platz 1 ausgezeichnet. Alle drei Sportlerinnen kommen vom BRC 05 Friedrichroda. Der mit Toni Eggert, dem Vize-Weltmeister im Rennrodel-Doppelsitzer, auch den Sportler des Jahres 2012 stellt. Auf Rang 2 landete der deutsche Studentenmeister über 200 Meter Sprint Martin Brieger vom LV Gothaer Land. Den dritten Platz teilen sich Nico Grüßner, Rennrodel-Juniorenweltmeister im Doppelsitzer vom Rennrodel-Club Waltershausen, sowie der Bankdrücker Mario Hochberg von Big Gotha. Er erreichte trotz Verletzung einen 10. Platz bei den Paralympics in London. Die Verdienste der Mannschaften würdigte die Jury ebenso. Platz 1 ging an die Basketballer der Oettinger Rockets Gotha für deren Aufstieg in die zweite Bundesliga Pro A. Auf Rang 2 folgten die Ice Rebels Waltershausen als Thüringer Meister im Eishockey. Den dritten Platz erreichte das Herrenhandballteam des Bodelschwinghofes Mechterstädt. Die Mannschaft holte Silber bei den Special Olympics Sommerspielen in München. An ein Team ging auch der vom Landrat persönlich gestiftete Nachwuchsförderpreis. Die U14-Volleyballer des VC Gotha konnten diese Auszeichnung als deutsche Meister in ihrer Altersklasse entgegennehmen. Also zunächst mal werde ich mich ganz herzlich bei unseren Eltern bedanken und bei unseren beiden Trainern Thorsten Barth und Jan Kallenbach, dass sie uns so unterstützt haben. Nach dem Spiel waren wir alle ganz aufgeregt, es gab viele Jahre, ist Gotha kein deutscher Meister mehr geworden. Und es bedeutet natürlich sehr viel, dass wir Deutscher Meister geworden sind. Also wir werden auf jeden Fall dieses und nächstes Jahr wieder Deutscher Meister werden in der U16. Nächstes Jahr wahrscheinlicher, weil da wieder der 99er-Jahrgang ist. Insgesamt wurden zur Sportgala rund 30 Ehrungen ausgesprochen, von denen mehr als die Hälfte an die ehrenamtlich Aktiven aus den Vereinen gingen. Diese Würdigungen wollen die Veranstalter übergreifend verstanden wissen und beziehen die mehr als 23.500 in den Vereinen aktiven Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit ein. Ergänzend zu den Auszeichnungen sorgte ein buntes Showprogramm für Abwechslung. Der Balancekünstler Rodolfo Reis vollführte atemberaubende Akrobatik kopfüber, während seine Partnerin Teresa mit Vorführungen in der transparenten Kugel für Staunen sorgte. Besonderen Applaus erhielten Ala Voss und Christina Baumbach vom FSV 1950 Gotha für ihre Tanzeinlagen. Dieser Mix aus Ehrung und Show machte die 21. Sportgala zur würdigen Fortsetzung der bisherigen Veranstaltungen.